Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, haben wir heute wieder tierische Unterstützung. Hilfst du mir heute? Ja. Sie ist so eine Schmusemaus. Wir machen heute nämlich zusammen ein Thema, das uns Buchmenschen gar nicht so gut gefällt, aber hin und wieder trotzdem sein muss. Und zwar habe ich Bücher aussortiert. Ja, warum habe ich Bücher aussortiert? Zum einen, damit mein Buch Regal nicht aus allen Nähten platzt. Man kann halt einfach nicht unendlich Bücher in ein Regal stopfen, auch wenn ich dank der neuen drei Bücherregale doch nochmal viel, viel mehr Platz habe als vorher. Aber es gibt halt auch so ein paar, die sind einfach nur Platzhalter. Die habe ich entweder gelesen und sie haben mir nicht gefallen oder sind angefangene Reihen, die ich nicht beenden möchte, oder sie sehen einfach nur schön aus und dafür muss ich halt einfach kein Buch im Regal stehen haben. Was nicht heißt, dass ich trotzdem nicht auch diverse Bücher nur da stehen habe zur Deko. Ja, und bei manchen, die habe ich mir gekauft und habe sie doch jetzt schon mehrere Jahre nicht gelesen und dann gehe ich einfach davon aus, dass ich sie auch nicht mehr lesen werde. Ja, ich werde aber bei jedem Buch auf den Grund des Auszugs explizit eingehen und ich werde euch auch nicht spoilern bei den Büchern, die ich bereits gelesen habe. Ja, ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Buch an. Ich habe hier wieder meinen Stapel liegen und das erste wäre My Dear Sherlock von Heather Patty. Das Buch habe ich letztes Jahr gelesen. Das war letztes Jahr auch auf meiner 21 für 21 Liste gelandet und hat vorher, ich glaube schon ein, zwei Jahre, auf meinem Sub rumgetrollt. Deshalb habe ich es dann auch letztes Jahr auf die Liste gepackt und habe es dann auch gelesen. Das ist super schwer in einer Hand. Ja, habe es dann auch gelesen. In der Geschichte begleiten wir Moriarty. Den Namen kennt man, wenn man Sherlock kennt. Also Jamie Moriarty heißt sie. Das ist ein Mädchen in dem Fall. Und wir begleiten unseren Sherlock. Die beiden sind gerade erst so 17 Jahre, glaube ich. Ja, Sherlock ist 17 und Jamie ist 16. Und in dem Buch geht es halt so um die erste Begegnung der beiden, wie Moriarty und Sherlock sich kennengelernt haben, wie sie sich angefreundet haben und was dann passiert ist, warum Moriarty so wurde, wie in der Serie er nun mal ist. Man erfährt viel über die Kindheit von beiden und ihre Rolle als Außenseiter, die sie ja auch im Laufe der Zeit geprägt haben. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also es ist eigentlich ein super, super schönes Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen, weil ich gerade den Charakter des Moriarty, in dem Fall halt der Moriarty, super interessant finde. Kommt wieder der Saal in der Haus. Warum zieht es aus? Weil ich das Buch zwar gut fand, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen, weil es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Band. Aber nichtsdestotrotz zieht es jetzt aus, weil es einfach auch im Regal nur bei Reihen steht und irgendwie stört es mich. Es gibt keinen anderen Grund. Es stört mich einfach im Regal, wenn ich jetzt mich auf einen Grund festlegen möchte oder müsste. Dann kommen wir gleich zu zwei Büchern zusammen, die ausziehen dürften. Das wäre einmal Mondsilberlicht und einmal Mondsilbertraum von Mara Wolf. Die beiden habe ich bei Rebuy mal zusammen gekauft. Das ist, glaube ich, der erste Band und das ist der dritte Band. Und insgesamt gibt es vier. Das Video kann ich euch auch gerne mal hier oben verlinken. Das war bei irgendeinem Rebuy-Haul, den ich für euch abgefilmt habe. Ja, warum ziehen die Bücher aus, obwohl ich sie nicht gelesen habe? Die ziehen aus, weil es zu der Reihe jetzt eine Neuauflage gibt und ich mich jetzt quasi entscheiden muss oder musste, kaufe ich jetzt noch Band 2 und 4 in diesem Design, in dieser Optik,
oder kaufe ich einfach alle vier in der neuen Optik? Und dann war halt die Überlegung, die beiden hier sind wie ungelesen, also das sieht man auch in meinem Rebuy-Video und ich zeige es euch hier auch nochmal, also wie ungelesen. Und dann ist die Frage, habe ich bei Band 2 und 4 nochmal so viel Glück und ergattere nochmal 2 in so einem guten Zustand? Weil, ja, es ist halt auch keine Bindung, also ich würde das Buch jetzt vermutlich so lesen, damit ich hier hinten nichts verknicke. Aber es gibt halt auch Leute, die machen halt diesen hier. Und ja, es bricht mir das Herz, aber es gibt so Menschen. ja, deshalb werden die beiden ausziehen, auch wenn ich sie noch nicht gelesen habe. Und ich werde mir dann einfach alle vier in der neuen Optik kaufen. Ich kann euch gerne noch erzählen, um was es geht. Also ich lese jetzt einfach nur den Klappentext von Band 1 vor und dann ja, schauen wir mal weiter. Schon als ich dich das erste Mal sah, hatte ich das Gefühl, dass du gar nicht gut für mich bist. Keiner ihrer Albträume hätte Emma auf die drastische Veränderung in ihrem Leben vorbereiten können. Aber nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter ist sie gezwungen, in die verschlafene Hauptstadt der Isle of Skye nach Portree zu ihrem Onkel und dessen Familie zu ziehen. Das Letzte, mit dem sie rechnet, ist, dass sie hier ihre große Liebe finden wird. Vom ersten Augenblick an verfällt sie Callums geheimnisvoller Ausstrahlung. Er zieht sie unwiderstehlich in seinen Bann, woran auch sein allzu offensichtliches Desinteresse nur wenig ändert. Sein widersprüchliches Verhalten macht ihn für sie nur interessanter, aber diese Fassade beginnt zu bröckeln und irgendwann gibt auch er den Widerstand gegen seine eigenen Gefühle auf. Als er ihr eines Tages seine wahre Identität verrät, flieht sie vor ihm, doch es ist zu spät, längst ist sie ihm bedingungslos verfallen. Ja, Isle of Skye, mega cooles Setting. Ich freue mich auch schon, die Reihe zu lesen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es noch nicht gelesen habe. Wahrscheinlich, weil mir noch 2 Bände fehlen. I don't know. Weil ich dann nach Band 1 wahrscheinlich direkt Band 2 lesen wollen würde. Aber ihr kennt ja Mara Wolf, die endet immer in einem ganz bösen Cliffhanger. Und ja, das ist nicht so schön. Immer. Als Leser. Das nächste Buch habe ich zusammen mit ein paar Bookstagrammern und Booktubern gelesen in einer Leserunde. Wir waren, ich glaube, 5 oder 6 Mädels. Und ich spreche von Where the Roots Grow Stronger. Das habe ich jetzt vorab erstmal nur auf die wird wohl ausziehen Liste geschrieben. Bei den anderen 3, die ich euch bisher gezeigt habe, die werden zu 100% ausziehen. Hier warte ich mal noch ab, bis die liebe Evie Band 2 gelesen hat. Und wenn die sagt, der ist besser, dann werde ich das Buch vielleicht dann doch noch behalten und werde mir dann noch Band 2 kaufen und der Reihe nochmal eine Chance geben. Ja, das Setting hier war mega, das Miteinander mit den 3 Schwestern war mega, aber ich habe es halt einfach nicht gefühlt, das Buch. Und wenn du keine emotionale Bindung zu einem Buch und den Protagonisten aufbauen kannst, ist es für mich immer ganz, ganz schwierig, das Buch als positiv zu erachten. Also es war wunderschön geschrieben, um Gottes Willen. Ich mag Katinka Engels, schreibst du super gern. Aber ich habe einfach die Geschichte zwischen Connell und Fiona nicht gefühlt. Sie ist ja dann irgendwie auch von dort weggegangen damals, aus einem bestimmten Grund, und den konnte ich halt auch 0,0 nachvollziehen, warum sie wegen sowas geht, anstatt mit ihrer Schwester oder ihren Schwestern oder Connell zu reden. Ja, nichtsdestotrotz behalte ich es mal im Hinterkopf. Das tut so weh, das ist so schwer. Nichtsdestotrotz behalte ich es mal im Hinterkopf, dass ich dem Buch vielleicht noch oder der Reihe noch eine zweite Chance gebe. Es wandert auf jeden Fall jetzt vorab erstmal aus dem Bücherregal raus und dann schauen wir mal weiter, ob es nochmal irgendwann einziehen darf. Also Ivy, das liegt an dir. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch in einem Buddy-Read gelesen und wir haben es uns alle zusammen, glaube ich, bei Graf vorbestellt. Ich spreche von Chasing Dreams von Julia K. Stein. Das ist eins der schönsten Cover, die ich in meinem Bücherregal habe. Ich sag's euch. Ja, wunderschön, gerade mit dem Rosé Metallic. Warum zieht's aus? Ja, weil
es uns nicht begeistern konnte. Auch wenn die Protagonistin super toll war, was ja eigentlich so mein Hauptkriterium immer ist, und ich den Namen Yuna auch furchtbar schön fand, weil es mich an Final Fantasy erinnert. Da gibt es in Final Fantasy X auch einen Hauptcharakter, der Yuna heißt. Und ich das direkt mit positiven Erinnerungen verknüpft habe. Ja, aber irgendwie konnte es mich einfach nicht begeistern, die Geschichte von ihr. Vielleicht, weil ich jetzt kein so Ballett-Fan bin. Aber da muss ich halt umgekehrt sehen, bei Like Snow We Fall ging es ja auch um Schlittschuhlaufen und was absolutes Hassthema für mich ist, Schlittschuhlaufen. Es gibt für mich keinen schlimmeren Sport als Wintersport und trotzdem hat mir das Buch gefallen. Und ich persönlich tanze ja zum Beispiel auch gerne und trotzdem konnte mich diese Tanzthematik und alles gar nicht abholen. Und das finde ich so traurig, weil ich die Julia so als Autorin so gerne mag und so schätze. Das ist schon das zweite Buch von ihr, das mich so, sag ich mal, enttäuscht hat. Und ja, ich weiß nicht. Kommt auf jeden Fall auf die zieht zu 100% Liste, weil, ja, was bringt es mir, wenn ich jetzt ein wunderschönes Buch im Regal stehen habe, aber ich die Folgebände definitiv nicht kaufen werde. Und dann steht es halt einsam und verloren darum und deshalb zieht es jetzt halt einfach auch wieder aus. Ich habe hier jetzt noch 3 Bücher auf meinem Stapel liegen und alle 3 wurden verfilmt. Ja, ich mag Bücher zu filmen sehr, sehr gern, wenn ich zuvor die Bücher gelesen habe. Eins davon war zum Beispiel ein ganzes halbes Jahr. Ich glaube, da muss ich euch nicht so viel zu erzählen. Am letzten Sonntag ist der, glaube ich, sogar im Free TV gelaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe ihn an Valentinstag auch geguckt. Ja, ich liebe es, mich an solchen Tagen selbst zu zerfleischen. Nein, aber ich dachte mir, es ist Valentinstag, du sitzt allein auf der Couch, warum guckst du dir nicht so richtig schöne Schnulze an, wo du so richtig schön weinen musst? Ja, hätten wir damit geschafft. Wer es nicht weiß, um was es geht, ich kann auch gerne nochmal den Klappentext vorlesen und dann wisst ihr, warum ich so geweint habe. Ich war damals auch mit meiner besten Freundin im Kino. Und dass wir nicht rausgeworfen wurden, war alles. Sie hatte das Buch nicht gelesen. Sie wusste auch gar nicht, um was es geht, als ich sie damit geschleift habe. Ich habe nur gesagt, ich brauche jemanden, der mit mir geht, weil ich das alleine nicht überlebe. Und sie so, ist der so schlimm? Ist der so brutal? Habe ich gesagt, ja, brutal fürs Herz. Ja, und wir haben danach da gesessen, haben Rotz und Wasser geweint. Und andauernd hat sich die Reihe vor uns rumgedreht und hat nur mit dem Kopf geschüttelt, aber es ging einfach nichts mehr. Ich lese euch jetzt einfach nochmal den Klappentext vor und erzähle euch dann danach, warum es trotz meiner positiven Sichtweise, ist das das richtige Wort, und meiner Liebe für die 2 Charaktere trotzdem ausziehen muss oder soll. Ja. Luisa Clark weiß, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gerne in dem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie tief das Loch ist, in das sie dann fällt. Will Traynor weiß, dass es nie wieder so sein wird wie vor dem Unfall und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will. Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird. Eine Liebesgeschichte, anders als alle, die Liebesgeschichte von Lou und Will. Mal davon abgesehen, dass ich Emilia Clarke abgrundtief vergöttere und dass ich Sam auch, also wie heißt Sam, auch seit Tribute von Panem so grandios finde. Sind einfach beides super, super tolle Schauspieler und das Buch ist auch so wunderschön geschrieben. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Ja, warum zieht es hier aus? Ganz einfach, ich habe mir das Buch gar nicht selbst gekauft, ich habe es irgendwann mal geschenkt bekommen, weil ich sagte, ich will das Buch im Regal stehen haben und ich hatte es damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Ja, und dann wurde mir halt dieses hier geschenkt und ich möchte auch gar nicht undankbar sein, um Gottes Willen. Ich habe es geliebt, es zu lesen. Aber, oder es nochmal zu lesen, ich habe es dann nach dem Film natürlich nochmal gelesen. Ich habe den Folgeband als Hardcover-Ausgabe im Regal stehen und möchte dann eigentlich auch alle 3 Bände, also es gibt insgesamt 3,
als Hardcover-Ausgabe ins Regal stellen. Und ja, die sehen halt ganz anders aus als das hier. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Einen Moment. Jetzt habe ich gerade mein halbes Bücherregal auseinandergenommen, nur um euch dieses Buch zu zeigen. Ich habe nämlich 3 Funkos umgeworfen und einen Bilderrahmen. Aber das hier wäre der zweite Band. Und genauso sieht dann halt auch Band 1 und 3 aus. Und ich möchte einfach dann alle 3 zusammen haben. Also falls jemand 1 oder 3 oder beide abzugeben hat, darf er mir das gerne sagen. Ich nehme sie. Und dann kommen wir last but not least zu den letzten beiden Büchern. Die kann ich euch auch gerne wieder zusammen zeigen, weil sie nämlich zusammengehören. Das ist einmal After Passion, der erste Band, und After Tooth, der zweite Band von Anna Todd. Das sind die Bücher zur After Love und After-Reihe heißt sie, glaube ich, nur. Ja, es geht um Tessa und es geht um Hardin und um deren Liebesgeschichte. Ich kann euch gerne nochmal erzählen, um was es in Band 1 geht. Und ich glaube, insgesamt gibt es 4. Lass mich lügen. Aber ich erzähle euch gleich mal, warum sie ausziehen müssen. Ja. Life will never be the same. Tessa Young ist attraktiv und klug und sie ist ein good girl. An ihrem ersten Tag an der Washington State University trifft sie Hardin Scott. Er ist unverschämt und unberechenbar. Er ist ein Bad Guy. Er ist genau das Gegenteil von dem, was Tessa sich für ihr Leben wünscht. Doch er ist sexy, gut aussehen und zieht Tessa magisch an. Sie kann nicht anders, sie muss ihn einfach lieben und sie wird nie wieder die sein, die sie einmal war. Ja. Warum ziehen die aus, obwohl ich den ersten Film eigentlich ganz gut fand? Trotz der Tatsache, dass es dieses typische Good Girl, Bad Guy Klischee behaftete Thema ist und das mir langsam echt aus den Ohren rauskommt. Ich habe irgendwann in der letzten Zeit, die letzten Tage, Band 3 quasi als Film geguckt und der Film hat mich so, so wütend gemacht. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, was in den Folgebänden passiert, aber Hardin ist einfach, das merkst du auch schon in Band 1, so ein toxischer Charakter, wie er mit sich und seinen Mitmenschen hauptsächlich umgeht, ist so furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also ich habe hier auf der Couch gesessen, ich war richtig wütend und aggressiv, weil dieser Typ so mit seinen Mitmenschen umgesprungen ist und auch mit Tessa halt umgesprungen ist. Also wäre der in meinem Freundeskreis, dem hätte ich wahrscheinlich schon 50 Mal die Leviten gelesen, weil man so einfach nicht mit Menschen umgeht. Und es ist halt so dieses typische, ich darf, aber du nicht. Und wehe, der andere Part macht etwas, was ihm nicht gefällt. Da ist dann direkt die Lunte am Brennen. Also ganz, ganz schlimm. Und das war so der Moment, wo ich dachte, nein, du liest die Bücher nicht weiter. Definitiv nicht. Ich habe die ersten beiden früher irgendwann mal gelesen, wollte sie eigentlich nochmal rebeaten und mir 3 und 4 auch noch kaufen. Aber nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, dachte ich so, du kannst das nicht durchziehen. Du kannst nicht, ich weiß nicht, wie viele Seiten sie haben, 700 Seiten voller Toxic durchlesen, ohne hier Amok zu laufen. Das geht nicht. Von daher werden Band 1 und 2 jetzt auch ausziehen, weil sie dann einfach nur unnötig hier rumstehen, angefangene Reihen, die nie beendet werden würden. Und ja, ciao Kakao. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die jetzt für den Moment hier ausziehen werden. Es kommen vielleicht noch 1, 2 dazu. Da bin ich mir aber noch total unschlüssig, ob ich dem Ganzen nicht noch eine Chance geben möchte. Bevor ich euch jetzt erzähle, sie ziehen aus, habe ich die jetzt einfach mal weggelassen. Ich wünsche euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt ihn. Hier im Saarland ist aktuell maximale Sturmwarnung. Also falls es irgendwie im Hintergrund im Laufe des Videos vermehrt gerauscht und gerangst hat, heißt es bei uns, dann tut es mir leid. Ich kann das Wetter leider nicht beeinflussen. Ja, hier geht gerade die Welt unter, sturmtechnisch. Und ja, ich kuschel mich jetzt noch ein bisschen mit Lana auf die Couch. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!